Jo Leute, Maxstar hier und heute spielen wir Euro Truck Simulator. Heute stelle ich euch die nächste Mod-Vorstellung vom Scania R730 vor. Wir hatten ja vor ein paar Monaten, bevor mein PC im Service war, hatten wir ja den S730 und heute haben wir den Scania R730. Und ich habe das Ganze in natürlich cooler Lackierung gemacht. Und hinten haben wir dann auch noch einen neuen Wagen. Und zwar transportieren wir 8 Tonnen Elektronik. Wir werden heute nämlich, das schauen wir jetzt gerade an, wir werden von Stockholm nach Szczecin, ist ein schwieriger Name zum Aussprechen, ist in der Nähe von Berlin, also es ist nicht weit weg von Berlin, aber nicht mehr in Deutschland. Dort werden wir heute nämlich hinfahren, aber wir werden natürlich nicht alles in der ganzen Fahrt machen, denn es wird wahrscheinlich noch eine zweite Folge dann davon kommen. So, Navigationsgerät sollte eigentlich eingeschaltet sein. Die Fahrt kann auf jeden Fall losgehen. Also, wie ich gesehen habe beim Steam Workshop gibt es noch mehr Mods, also gibt es viele LKW-Mods. So wie ich gesehen habe bei den Scania, wo ich heruntergeladen habe, gibt es noch viele LKWs, die ich euch noch vorstellen werde. Also es kommen sicher noch viele Scania-LKWs. Wenn dann die Scania-LKWs durch sind, dann muss ich dann weitersuchen nach Mods. Also nachher möchte ich vielleicht anfangen, also wenn ich die Scania-Reihe jetzt durch habe mit Vorstellen, dann möchte ich dann euch also Fracht, also ich meine Auflieger-Mods, mit Auflieger-Mods möchte ich dann anfangen. Die Pferde-Competition wollte ich euch vorstellen, wo ja abgestürzt ist letztes Mal, wo ich ja eigentlich einen zweiten oder dritten Teil sogar machen wollte, aber nicht konnte, weil ja Fracht abgestürzt ist, der LKW alles okay. Da wollte ich einen neuen Scania LKW und einen neuen Auflieger wollte ich vorstellen. Und dann habe ich ja einfach die Gleisketten transportiert, zum einfach einen zweiten Teil machen, weil ich ja gesagt habe, es ist wichtiger, wenn wir einen LKW vorstellen als eine Fracht im Moment. Und es ist auch tatsächlich so, bevor ich die Scania im Reihen da, also Reihen, bevor ich diese Scania Mods, wo ich euch noch nicht vorgestellt habe, bevor ich die noch nicht alle vorgestellt habe, werde ich auf jeden Fall noch keine Auflieger-Mods suchen. Also ich muss mir das genau noch überlegen. Vielleicht wird es trotzdem noch Auflieger-Mods geben. Also schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare. Soll ich am besten alle Scanias, wo ich noch nicht vorgestellt habe, noch vorstellen? Oder soll ich auch schon ein paar mit ein paar Auflieger-Mods anfangen? Schreibt einmal eure Meinung in die Kommentare, oder wenn ihr sonst Mod-Vorschläge habt, könnt ihr sie auch in die Kommentare schreiben. Ich habe heute wieder richtig Bock auf Euro Truck und wir werden jetzt mal diesen LKW auf Geschwindigkeit testen. Und zwar schaue ich jetzt, okay, wir gehen jetzt mal auf 0. Diesmal gehen wir wirklich auf 0. Jetzt schauen wir mal, was dieser LKW was drauf hat. Ich glaube, der Geschwindigkeitsbegrenzer haben wir rausgenommen. Sorry, wenn ich immer wieder schauen muss. Okay, PKW-Geschwindigkeit ist eingeschaltet. Bußgelder sind aus. Okay, dann schauen wir mal, wie schnell das denn dieser LKW von 0 auf 100 ist. Und ist das bei 60 jetzt? Okay, beim Anfahren ist er nicht, also beim Anfahren ist er jetzt nicht tatsächlich schnell. Wir hatten ja noch eine andere Scania-Mod-Vorstellung. Ich glaube, das war vom Scania, ich muss doch mal überlegen. Vom T. Das war vom Scania L164. Und beim L164, also beim Scania L164, der war mega schnell beim Anfahren schon. Und dieser LKW, seht ihr,
braucht ein bisschen länger, aber jetzt zum Beispiel, ich schau mal. Jetzt zum Beispiel ist er ziemlich schnell geworden. Er braucht einfach beim Anfahren, er ist nicht wie, also die Ska allgemein, alle Scanias sind nicht langsam beim Anfahren, nicht so langsam, aber sie sind nicht so schnell wie zum Beispiel der L164. Der war natürlich viel schneller, glaube ich, schon beim Anfahren. Also es gab einen LKW, den ich euch mal vorgestellt habe, der auf jeden Fall viel, viel schneller war als dieser, wo ich jetzt gerade fahre. Also ihr seht wirklich, mit diesem LKW kann man auch ohne Probleme schnell fahren. Ist mir auf jeden Fall richtig angenehm und ich habe das alles da aufgerüstet. Da habe ich nochmals ein Licht, habe ich da hinten, diesmal ein rotes Licht habe ich da eingebaut. Finde ich eigentlich ziemlich geil auf jeden Fall. Und ich muss sagen, also was bei diesem LKW auch anders ist, ist natürlich, die Kabine ist natürlich ein bisschen kleiner als wir bei den anderen. Wahrscheinlich heißt er auch aus diesem Grund R730 und der andere heißt S730. Es ist eigentlich das gleiche, nur es hat schon Unterschiede. Aber einen großen Unterschied würde ich sagen, ist es eigentlich wirklich. Es ist eigentlich, ich glaube, der S730 ist vielleicht einfach ein bisschen ein anderes Modell oder ist größer oder kleiner gebaut. Oder umgekehrt, dieser ist größer gebaut und der andere kleiner. Keine Ahnung, aber es ist eigentlich das gleiche, nur ein bisschen Änderungen hat es schon. Bei diesem Scania fällt mir wirklich auch auf, der hat nicht so eine große Kabine. Also sie ist auch nicht gerade klein, aber man sieht, dass die Kabine da ein bisschen, natürlich wegen dem Bett, ein bisschen größer gebaut ist normal. Okay, wir haben jetzt noch 15 Stunden genau. Aber wir werden jetzt natürlich noch eine Menge damit fahren. Aber ich verstehe nicht, wieso wir jetzt nicht schneller als auf 90. Das bleibt irgendwie mein Rätsel. Wahrscheinlich haben wir doch nicht den Geschwindigkeitsbegrenzer ausgenommen. Kann das sein? Das haben wir eigentlich gar noch nicht angeschaut. Okay, den Geschwindigkeitsbegrenzer kann man da gar nicht aktivieren, also sollte er eigentlich ausgeschaltet sein. Okay. Geschwindigkeitsbegrenzer sollte ausgeschaltet sein, keine Ahnung wieso, aber wir werden jetzt einfach mal so weiterfahren. Er kommt auf 90 und 90 ist auch nicht gerade langsam, aber für einen Rennlastwagen ist es natürlich nicht 90. Wir können natürlich viel schneller fahren. Genau. Ich wollte auch noch darüber reden, und zwar bei Fortnite ging es mir ziemlich gut letztes Mal. Ich war halt einen Moment mega ruhig, weil ich mich konzentrierte auf die Gegner. Ich wollte nämlich ein paar Kills machen und diesmal habe ich mein Ziel wirklich erreicht. Nächstes Mal wird es wieder ein Stream geben. Ich hoffe bald, dass wieder ein neues Update rauskommt, weil ich finde das eigentlich immer geil, wenn ein neues Update oder ein neuer Spielmodus rauskommt. Also ich werde schauen. Vielleicht werden wir beim nächsten Let's Play, also nach diesem Video, werden wir vielleicht dann wieder einen Stream machen von Fortnite. Oder wir machen dann den zweiten Teil von dieser Strecke. Genau noch 14 Stunden. Ich muss sagen, mit diesem LKW kann man eigentlich natürlich besser in die Kurve gehen und auch schneller in die Kurve gehen als dem letzten mit dem L164, weil beim L164 war einfach die Schnauze das Problem. Das habe ich auch bei American Truck ja immer bezweifelt, dass ich immer die Schnauze vorne beim LKW anschlage, wenn ich zu fest in die Kurve gehe, und es ist natürlich dann eine S-Kurve oder ganz enge Kurve, dann hatte ich immer Probleme.
okay, du kannst hier ganz easy überholen. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, aber diese Fracht, wo wir transportieren, könnte vielleicht eine Mod sein, aber da bin ich mir wirklich nicht sicher, Leute. Aber eben, es geht jetzt schließlich eigentlich um den LKW. Also ich würde euch nur etwas empfehlen, wenn ihr den S730 habt, dann bezweifelt nicht, dass ihr noch den bezweifelt irgendwie und denkt, jetzt muss ich noch den R730 haben, weil es ist im Prinzip eigentlich das ähnliche oder sogar das gleiche Modell, nur ist der S oder der R kleiner gebaut und der andere größer, aber es ist nicht wirklich ein Unterschied, Leute, also wenn ihr denn zum Beispiel den R730 habt, müsst ihr jetzt nicht extra noch den S37 kaufen. Also wenn ihr euch diesen Mod herunterlädt und ihr das könnt ihr natürlich von mir aus machen, aber es ist nicht wirklich ein großer Unterschied, das möchte ich euch damit sagen. Also wenn ihr den S37 habt oder den R37, müsst ihr nicht den R37 suchen oder den S37, sondern wenn ihr zum Beispiel den R37 habt, könnt ihr ihn eigentlich behalten, weil das ist eigentlich alles etwa von Scania ist das ähnliche oder das gleiche Modell. Nur die LKWs sind vielleicht anders gebaut oder kleiner oder größer, wie auch immer. Ich habe jetzt einfach den R37 mal vorgestellt, weil es halt doch ein paar Unterschiede gibt. Es gibt schon ein paar Unterschiede. Und zwar werden wir uns mal zuletzt mit der Hupe anhören. Okay, die Hupe ist eigentlich gleich wie beim S730, das ist auch genau gleich. Also es werden natürlich noch ein paar LKW kommen, die so ähnlich aussehen. Die Anzeige da in der Mitte, wo ihr da jetzt seht, in der Mitte da vom Tacho, seht ihr ja da unten der LKW von vorne abgezeichnet und die Straße und die Geschwindigkeit, also die Geschwindigkeit beim Tacho in der Mitte, wo es grün anzeigt oben, da ist glaube ich Musik, das andere ist Reparatur, das habe ich mir eingebaut übrigens, dass es so ist, ich hätte es auch anders bauen können, also, das ist natürlich. Ich habe es natürlich umgebaut, ich wollte zuerst überlegen, ob ich das Ganze in Standard nehme, also den ganzen LKW, aber ihr wisst ja, so wie ihr mich kennt, die LKWs immer ein bisschen höher aufrüsten, damit ich sie natürlich auch perfekt bei Eurotruck vorstellen kann und ich würde sagen, das darf auch so bleiben. Also ich würde jetzt diesen LKW, würde jetzt den S37 den R730 bei ganz schwer Transporten, wo auch länger sind als die Straße, würde ich jetzt zum Beispiel diesen LKW, wenn er nicht so aufgerüstet ist, wie er eigentlich müsste sein für diese Fracht, würde ich jetzt diesen, also den R730 und den S730, würde ich da wirklich vermeiden. Weil das war einmal mein Problem. Ich habe einen riesigen Baumstamm. Ich weiß nicht, ob es sogar ein Mammutbaumstamm war. Wollte ich bei Eurotruck mal transportieren. Dann war plötzlich ein Problem. Und zwar hatte ich einfach meinen LKW nicht aufgerüstet, so wie er eigentlich müsste sein für diese Fracht. Ich glaube, den konnte ich sogar nicht einmal aufrüsten. Den konnte ich nicht sogar einmal aufrüsten, weil der Baumstamm natürlich viel schwerer war als der LKW und der LKW hat dann natürlich kein Gleichgewicht, wenn ich jetzt den ankoppelte und war zu wenig stark. Ich habe es trotzdem gemacht, es hat natürlich keine Meldung gegeben, jetzt gibt es natürlich eine Meldung, wenn ich einen Schwertransport oder einen speziellen Transport transportiere. Damals hatte ich keine Meldung, ich tat es einfach, dachte irgendwie, ja, irgendwie, wenn ich langsam fahre, kriege ich das Ganze hin. Nein, das war wirklich nicht so. Ich mache das einfach und habe nicht darüber nachgedacht. Plötzlich koppelte ich diesen
diesen Mammutbaumstamm auflieger, kuppelte ich an und fahr vielleicht etwa 5 oder 10 Meter und dann kam ich dann plötzlich nicht mehr weiter. Das da hinten ist mein mein Telefon im Hintergrund. Ich weiß, ich sollte es jetzt nicht laufen lassen während dem Let's Play, aber einfach ignorieren, Leute. Okay. Wir haben jetzt noch 12 Stunden haben wir vor uns. Ich würde sagen, ich werde da vorne dann die Folge beenden bei dieser Tankstelle. Wir werden jetzt da vorne bei dieser Tankstelle nämlich parkieren. Dann war es das dann auch schon für heute, für diese Folge. So, wir gehen jetzt nämlich noch zur Raststätte. Okay Leute, wir gehen jetzt da zur Raststätte. Also schauen, ob es da irgendwo Platz hat. Okay, wir können da gleich nebendran hier parkieren. Also Leute, das sollte es auf jeden Fall für diese Eurotruck Folge gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es mega gefallen, Leute. Mir hat es auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Und wenn ihr weitere Fragen dazu habt zu diesem LKW, es wird natürlich noch einen zweiten Teil oder sogar einen dritten Teil dazu geben. Wenn ihr noch weitere Mod-Vorschläge habt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, Leute. Und ich bedanke mich an alle ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich auf das nächste Let's Play und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute, und tschüss.